Servus, liebe Rebikerinnen, servus, liebe Rebiker. Wenn ihr Freude an sauberer Mobilität habt und wenn ihr Lust habt, eure Kids emissionsfrei und an der frischen Luft von A nach B zu chauffieren, dann habe ich heute ein richtig geiles Familientaxi für euch dabei, nämlich das Urban Aero Family. Ein E-Cargo-Bike, das explizit auf die Beförderung von Kindern konzeptioniert wurde. Und was das Urban Aero Family so besonders macht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam hier in diesem Video an. Ich freue mich drauf. Die holländische Marke Urban Aero ist mit Sicherheit den meisten von euch schon längst ein Begriff, denn Urban Aero ist quasi einer der Pioniere in der Kategorie E-Cargo Bikes. Die Firma ist in Holland zu Hause, genauer gesagt in Amsterdam, und das ist ja bekanntermaßen eine der großen Fahrradhochburgen weltweit, wo ganz viel Mobilität schon längst auf zwei Rädern geschieht. Dementsprechend vertraut sind die Produktentwickler von Urban Aero mit dem Thema nachhaltige und moderne Mobilität auf zwei Rädern. Und das merkt man dem Family auch an, denn hier wurde wirklich an alles gedacht. Fangen wir mal an mit der Ladefläche. In dem Fall haben wir hier einen sogenannten Ladekorb, der ist aus Kunststoff geschäumt, also sehr leicht und dennoch stabil und vor allem eingefasst hier in einem richtig soliden Aluminiumrahmen, der auch auf der Unterseite liegt. Und dieser Aluminiumrahmen, der macht das Urban Aero Family unglaublich steif. Also der ist unglaublich verwindungssteif und das bringt ganz viel Fahrstabilität. Das Rad liegt unglaublich satt auf der Straße. Ihr merkt es beim Lenken, die Lenkbewegungen kommen ganz direkt und präzise vorne am Vorderrad an. Auf der Unterseite, da sitzt ein Lenkgestänge, das eure Lenkbewegungen vom Lenker aus an das Vorderrad überträgt. Und wenn wir schon bei Agilität sind, dann möchte ich gleich darauf zu sprechen kommen. Das Urban Aero, das fährt sich unglaublich intuitiv. Ihr könnt euch draufsetzen und ihr werdet merken, hey, das fährt sich wie ein Fahrrad. Da gibt es gar nicht viel Eingewöhnungszeit. Da ist man richtig überrascht, wie natürlich das Fahrgefühl doch ist. Und das liegt unter anderem eben an dem kleinen 20 Zoll Vorderrad, das ganz viel Wendigkeit und Agilität in das Rad bringt. Hinten, da haben wir ein 26 Zoll Hinterrad, das eben die Kraft des Motors auch gut auf den Untergrund bringt. Und damit ist das Bike wirklich ein richtig spaßiges Alltagsrad. Die Sitzposition, die ist auch lässig, die ist fast schon Hollandrad-like. Die ist nämlich sehr aufrecht und diese aufrechte Sitzposition mit geradem Rücken, die bringt euch relativ hoch. Und diese Höhe heißt, ihr habt einen super Rundumblick, einen super Überblick. Ihr guckt über die Ladefläche hinweg, ihr seht, was um euch herum im Straßenverkehr passiert. Das gibt ganz viel Sicherheit, denn ihr habt immer alles im Blick. Im Blick habt ihr natürlich auch die Kinder, die hier vorne ihren Platz finden, nämlich auf einer Sitzbank, die hier direkt vor dem Lenker in der Box angebracht ist. Und damit auch die Kinder immer sicher sind, gibt es hier zwei richtig gute 3-Punkt-Sicherheitsgurte, die den Kindern angelegt werden und dann mit einer Zentralschnalle vorne auf Bauchnabelhöhe zusammengeschlossen werden. Ja, also in Sachen Sicherheit hat man sich hier ganz viel Gedanken gemacht. Nicht zuletzt auch, was die Sichtbarkeit angeht, denn Sicherheit und Sichtbarkeit, das gehört unweigerlich zusammen. Und um die Sichtbarkeit zu gewährleisten, hat man dem Rad ganze 7 Reflektoren spendiert, sodass ihr von allen Seiten immer gut gesehen werdet. Damit auch ihr immer alles seht, gerade dann, wenn es mal abends spät wird und ihr in die Dunkelheit kommt, gibt es eine richtig gute Lichtanlage, nämlich einen Scheinwerfer aus dem Hause Lysine, bekanntermaßen ein kalifornischer Bike-Komponentenhersteller, der seit Jahren auch schon richtig gute Scheinwerfer produziert. Und dieser Scheinwerfer, der hier vorne an der Front des Family sitzt, der hat über 300 Lumen Leuchtleistung. Also der scheint euch wirklich breit und weit den Weg, sodass ihr alles immer gut einsehen könnt. Damit ihr gut gesehen werdet, gerade von annahmendem Verkehr von hinten, gibt es natürlich auch ein richtig gutes Rücklicht. Zur Sitzposition. Das Rad, ja, kommt aus Holland,
Dementsprechend Hollandrad-like ist auch die Sitzposition, eben aufrecht, sehr gemütlich, sehr komfortabel. Wir haben einen Lenker, der relativ breit ist, mit einer breiten Ausstellung, also breitem Flair, wie für Hollandräder typisch. Ihr sitzt da also recht gemütlich drauf, könnt euch gut auf dem Lenker abstützen. Was die Abstützung angeht, da kommen auch ergonomische Griffe aus dem Hause Ergon hier vorne zur Verwendung. Da habt ihr also eine schöne Auflagefläche für eure Handballen und das ist wirklich sehr komfortabel. Wenn es ums Bremsen geht, dann haben wir hier eine kraftvolle hydraulische Bremsanlage mit 4 Kolbenbremssätteln. Die bieten richtig viel Bremskraft, sodass ihr eben das Rad samt Zuladung in jeder Situation sicher zum Stehen bringen könnt. Denn klar, das Rad ist nicht ganz leicht, dann noch die Zuladung, dann noch ihr selbst. Das braucht also auf jeden Fall ein hohes zulässiges Gesamtgewicht. Und da kann Urban Arrow mit einer richtig markanten Zahl auftrumpfen, nämlich bis zu 275 Kilogramm zulässigem Gesamtgewicht sind hier am Urban Arrow Family erlaubt. Das ist wirklich stattlich. Ja, und damit dieses Gewicht auch kraftvoll nach vorne geschoben wird, hat man sich für einen Bosch Active Line Motor entschieden. Der hat 65 Newtonmeter Drehmoment und wird gespeist aus einem 500 Wattstunden starken Akku. Beides, Motor und Akku, sitzen richtig tief im Rahmen. Wir haben also einen super tiefen Schwerpunkt und auch das trägt natürlich zum guten Handling bei und sorgt dafür, dass das Rad schön sicher und stabil auf der Straße liegt. Wenn wir schon bei der Kraftübertragung sind, dann komme ich direkt auf eine andere Sache zu sprechen, die richtig praktisch ist, nämlich wir haben hier einen Riemen. Also man hat auf eine klassische Fahrradkette verzichtet, setzt stattdessen auf einen Riemen, den muss man nicht ölen, der ist total wartungsfrei, der kommt aus dem Hause Gates, Gates Carbon Drive, das ist der Spezialist für Riemenantriebe. Da hat man absolute Zuverlässigkeit und richtig hohe Langlebigkeit. Der Riemen überträgt dann die Kraft ans Heck und zwar an eine Nabenschaltung aus dem Hause Enviolo und zwar das Modell Heavy Duty. Klar, wir haben ein E-Cargo-Bike, also wie schon gesagt, viel Gewicht und das muss natürlich die Narbe auch aushalten, deswegen das Modell Heavy Duty. Und das Coole ist, wir haben eine stufenlose Schaltung. Also wir haben hier keine abgestuften Gänge, sondern eine stufenlose Schaltung. Ihr könnt das über einen Drehgriff hier vorne stufenlos einstellen, so wie es eurer Trittfrequenz und der Kraft eben am besten passt. Und die Narbe hat eine Bandbreite von 380%, also mehr als üppig, um da beim gemütlichen Dahincruisen immer den richtigen Gang zu finden. Was die Reifen angeht, da setzt Urban Arrow auf Slick-Reifen mit einer leichten Profilierung, allen voran eben dafür gedacht, um gerade auf Asphalt schön und ja, leichtfüßig dahin zu gleiten. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wir haben in der Mitte des Rades einen Mittelständer, der sehr zentral drin sitzt, wie bei einem Motorrad eben auch. Da kann ich das Rad aufbocken. Der stützt sich wahnsinnig breit ab, sodass das Rad super stabil steht. Dann könnt ihr das Rad abstellen und ganz gemütlich euch um eure Kinder kümmern, die Kinder abschnallen, herausnehmen oder auch die Ladung vorne im Ladekorb platzieren. Was die Sicherheit angeht, haben wir hier ein Rahmenschloss am Hinterbau des Urban Arrow. Also wenn ihr mal schnell einkaufen wollt, könnt ihr einfach das Schloss reinhauen, Schlüssel abziehen und das Rad ist sicher. Denn ganz ehrlich, so ein Lastenrad, das nimmt man nicht mal eben so mit. Und wenn dann doch mal schlechtes Wetter auf euch wartet beim Pendeln, dann kommt ihr sicher mit trockenem Hosenboden auch am Ziel an, denn Urban Arrow hat dem Family richtig große Schutzbleche spendiert, sogar mit Spritzschutz. Also das ist eine richtig rundum gelungene Sache. Und damit auch eure Kinder trocken ankommen, gibt es sogar noch ein Regenverdeck. Also eine Regenhaube, die hier sich komplett über die Ladefläche drüber setzen lässt. Also ihr könnt das Family sowohl als Cabrio fahren, so wie wir es jetzt sehen, oder eben auch das Regencover draufsetzen. Das wird vorne an zwei Befestigungspunkten eingehängt, dann nach hinten abgespannt und umschließt die gesamte Plattform, sodass man da komplett trocken bleibt. Ihr seht, man hat hier wirklich an alles gedacht. Ein in sich geschlossenes und gut durchdachtes E-Cargo-Bike, gerade für Familien.
Ich hoffe, das Video hat euch alle Informationen zum Urban Aero Family geliefert, die ihr gesucht habt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei uns im Webshop auf rebike.com. Bis dahin, euer Maxi von Rebike. Und wenn E-Bike, dann Rebike.